Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Mickenauf Daily zur Wochenmitte. Ja, diese Woche verkürzte Handelswoche. Wir haben ja nur noch den morgigen Donnerstag, wo gehandelt wird, am Freitag, Karfreitag, an den europäischen und an den amerikanischen Börsen. Ja, kein Handel. Ja, der DAX bewegt sich rund um die Marke von 14.000 Punkten. Aktuell 14.006. Klar, die anhaltende Verunsicherung durch die Ukraine, steigende Zinsen bei hoher Inflation, das alles drückt natürlich schon seit Tagen und Wochen mittlerweile auf die Kauflust hier in Frankfurt. Ja, wenn wir ansonsten mal drauf schauen, wir bekommen natürlich heute nochmal Zahlen, die ersten Quartalszahlen. Quartalsberichtssaison beginnt ja wieder in den Vereinigten Staaten mit JP Morgan und BlackRock. Ja, vielleicht bekommen wir ja da mal einen Impuls oder gar einen Fingerzeig kurz vor Ostern noch, dass wir tatsächlich dann doch nochmal ein bisschen steigende Kurse sehen. Denn gestern haben wir ja auch gesehen, ist der DAX ja mal kurz kurzfristig unter die Marke von 14.000 gefallen, hat sich dann allerdings relativ schnell wieder erholt. Also das Minus kompensiert. Das ist zumindest mal soweit ein gutes Zeichen, dass die Marke von 14.000 Punkten nach wie vor dann doch noch zu halten erscheint. Ja, wenn wir mal auf die großen Wirtschaftsforschungsinstitute schauen, ja, die revidieren allesamt ihre Zahlen, muss man sagen. Wir haben jetzt nur noch ein avisiertes Wachstum hier in Deutschland von 2,7% in der Erwartungshaltung, ja 4,8%, da lagen die Analysten dementsprechend vorher. Heißt also, jetzt wird auch mit einer Inflation hier von 6,1% gerechnet. Gut, das mag noch schön gerechnet sein, weil gefühlt haben wir mittlerweile tatsächlich schon eher eine Inflation von an die 10%. Ja, das Thema werden wir natürlich auch diese Woche begleiten noch, weil morgen am Donnerstag haben wir ja die EZB, das heißt die Sitzung mit Christine Lagarde, und da ist der Markt natürlich vorher auch ein bisschen vorsichtig. Da will man natürlich wissen, was macht sie denn, die Währungshüterin, für den Euroraum, um tatsächlich Preisstabilität garantieren zu können. Denn wie gesagt, das Thema Inflation spüren wir jetzt täglich immer mehr, und nicht nur wir Verbraucher, sondern die kommt natürlich auch bei den Unternehmen an. Und da haben wir natürlich gerade jetzt in diesem zweiten Quartal 2022, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, dass wir jetzt sagen, im zweiten Quartal, ja, da wird sich das Ganze natürlich auch realwirtschaftlich auf die Unternehmen ausgestalten, dass wir halt eben hier Unterbrechungen der Lieferketten haben, dass wir den Krieg auf ukrainischem Boden sehen, dass wir dementsprechend enorme Teuerungsraten und eine hohe Inflation haben. Das dürfte allalong die Unternehmen sicherlich belasten. Umso interessanter natürlich jetzt die anstehende Quartalsberichtssaison. Schauen wir mal auf einige Einzelwerte, die heute auffallen. Das ist zum Beispiel eine E.ON heute, verliert 1,4% auf 10,05 €. Ja, die ist abgestuft worden, und zwar vom Investmenthaus Stifel. Die streichen nämlich ihre Kaufempfehlung und sagen die Aktie nur noch bei einem Kursziel von 11,20 €. Dann hatten wir dagegen allerdings auch eine positive Analysteneinschätzung. Und zwar Goldman Sachs hat sich zu den Aussichten von Fraport geäußert, dem Frankfurter Flughafenbetreiber. Und da sieht man durchaus Land, muss man sagen. Goldman Sachs legt hier ein Kursziel von 64 € an. Die Fraport-Aktie, aktuell wird sie gehandelt hier bei 50,86 €. Also das wäre dann doch nochmal ein ordentlicher Schluck obendrauf. Ja, und sehr positiv heute die Zahlen von Kali und Salz. K plus S erhöht nämlich die Jahresprognose. Ja, bei denen sieht es wirklich richtig, richtig gut aus. Alles, was mit Kali, mit Salz, mit Düngemitteln zu tun hat, das wird ja momentan ganz klar an der Börse gefragt. Das sind die Unternehmen, die aktuell gekauft werden. Ja, wie gesagt, also K plus S erhöht die Jahresprognose am 11. Mai. Bei Vorlage der Zahlen will man das dann nochmal genauer beschreiben. Aber die Aktie heute 5,8% im Plus bei 34,29 €. Überhaupt Kali und Salz, K plus S, einer der Highflyer in diesem Jahr 2022. Und dann, wie gesagt, morgen, darauf achten, morgen EZB-Sitzung mit Christine Lagarde. Ja, da wird man vor allen Dingen natürlich auf die Tonalität
hören, was wird Christine Lagarde zum Thema Inflation sagen? Wird sie eventuell hier auch für den Euroraum eine Zinserhöhung vielleicht dann doch in Gedanken mal durchspielen? Darauf warten wir dementsprechend morgen, heute Nachmittag, wie gesagt, dann die Zahlen von JP Morgan und BlackRock. Schauen wir mal, wie die amerikanischen Banken abgeschnitten haben. Da geht's ja dann morgen dementsprechend mit der Citigroup unter anderem weiter. Das heißt, morgen dann nochmal Banken. Wells Fargo bringt dann nochmal Zahlen. Also die amerikanischen Banken, wie gesagt, jetzt zur Eröffnung der Quartalsberichtssaison traditionell mal wieder die ersten, die die Bücher öffnen. Und dann darf ich Ihnen von dieser Stelle aus schon mal ein frohes, ein ruhiges, ein friedliches Osterfest wünschen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.